Hallo und herzlich willkommen zu meiner kleinen Reihe über das Thema, wie schreibe ich eigentlich eine Abschlussarbeit? Mein Name ist Jörn Schlingensiepen und ich habe das Ganze mal als Vorlesung gehalten und was Sie hier sehen, ist eben der unbearbeitete Mitschnitt. Im letzten Abschnitt haben wir ja die Frage, was liegen eigentlich alles für Elementtypen in meinem Dokument rum, abgeschlossen. Das heißt, wir haben jetzt noch ein großes Thema, nämlich das Thema der Literatur, beziehungsweise auch das Thema des Zitierens. Auch hier plädiere ich dafür, das möglichst automatisiert zu machen, und damit beschäftigen wir uns in diesem Abschnitt. Zweites großes Ding, was uns noch fehlt, ist die Literaturverwaltung. Also, ich habe es ja eben schon gesagt und Sie haben es natürlich auch schon tausendfach gehört, also alles muss irgendwie zitiert werden. Wir benutzen ja eigentlich auch die Zitate, um Dinge zu belegen. Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, die Festigkeit kann ich durch folgende Rechnung nachweisen, ja, dann ist es natürlich in so einer also technisch-wissenschaftlichen Arbeit ganz angenehm zu sagen, jo, weil es eben auch in dieser Norm so steht und ich mache es zum Beispiel nach dieser Norm. Das spiegelt sich ja auch in unserem täglichen Arbeiten also ingenieurmäßigen Arbeiten wieder, ne? Also ich berechne ja nicht aus der hohlen Hand die Festigkeit von so einem Vorderwagen oder von so einer Motoraufhängung, sondern ich nehme ja gängige Methoden. Ja. Ich habe ein Lastkollektiv, das mir vielleicht durch eine Werksnorm oder durch eine Norm vorgegeben ist, und mache das damit. Ja. Also von daher ist es für uns jetzt nichts, wo wir sagen, oh, das ist ja total schlimm und total ungewohnt, sondern sie machen das die ganze Zeit unbewusst. Und wenn sie irgendwo ganz normal eine mechanische Festigkeit nachweisen, dann benutzen sie natürlich auch die Dinge, die sie in Mechanik 1 und 2 gelernt haben. Ja. Von daher ist es für uns jetzt nichts dramatisch Neues. Ja. Auch hier gilt wieder, benutzen Sie möglichst die eingebauten Mechanismen. Also im LibreOffice, im Microsoft Office sind Literaturdatenbanken eingebaut. Im Google Docs ist keine eingebaut. Da gibt es aber Plugins, mit denen man das machen kann. Benutzen Sie das. Ja? Also hauen Sie alles, was Sie irgendwie benutzen, in diese Literaturdatenbank rein. Dann benutzen Sie es und dann haben Sie am Ende auch ein vernünftiges Verzeichnis. Also im LibreOffice sieht es so aus, es ist einfach eine Tabelle. Da können Sie hier die Sachen anklicken und dann sehen Sie die hier unten aufgelistet. Sie können auch Daten importieren. Also wenn Sie zum Beispiel die Sachen aus der DigiBib raussuchen, das ist ja so eine Metabibliothek. Da können Sie sich die als RIF oder als CSV oder als BibTeX exportieren und dann hier wieder rein importieren. Dann brauchen Sie es zum Beispiel auch nicht mehr abschreiben oder jedes Ding einzeln reinkopieren. Also wie gesagt, versuchen Sie irgendwo eine Literaturverwaltung in Form einer Literaturdatenbank, also Ihrer eigenen Datenbank, anzulegen und auch zu verwenden. Hat ganz schön Nebeneffekt. Ich kann jetzt im Prinzip auf dieses Literaturverzeichnis mit Literaturverzeichnis-Einträgen referenzieren, was schon mal ganz praktisch ist. Ja. Und kann mir dann auch ein Literaturverzeichnis erstellen lassen. Literaturverzeichnis ist auch mal so eine Sache, da gibt es jetzt verschiedene Vorlagen. Also ich persönlich präferiere einfach eckige Klammer, Nummer, eckige Klammer und am Ende ist das Literaturverzeichnis nach den Nachnamen der Autoren sortiert. Das machen Sie natürlich nicht von Hand, sondern das lassen Sie sich entsprechend von dem Tool machen. Und da fragen Sie einfach Ihren Betreuer, was der haben möchte. Also wenn der sagt, ich möchte aber irgendwie Buchstabenkürzel und Jahreszahl haben, dann kriegt er das. So. Aber gerade bei den kürzeren Arbeiten und auch was man heute so an Papern liest, ist eigentlich nur noch eckige Klammer, Nummer, eckige Klammer. Und dann hinten einfach Literaturverzeichnis 1, 2, 3, 4, 5 und das sind dann genau die Nummern in der Klammer. Ja. Es gibt Fachbereiche, also insbesondere in Richtung Geistes- und Gesellschaftswissenschaften, die haben ganz andere Zitiertraditionen. Ja, man muss ja auch immer gucken, man schreibt es ja auch nicht im luftleeren Raum. Wir haben ja auch gesagt, wir halten uns an die Gepflogenheiten und Gepflogenheiten sind halt nun mal Traditionen. Die schreiben die komplette Textstelle in so eine Fußnote rein. Ja, kann man machen. Also
das ist einfach eine Frage, wie man damit umgeht. Und bei uns ist es halt so, für uns ist wichtig, naja, es gibt irgendwo eine Norm, die ist unter Nummer 5 verzeichnet, alles klar, damit ist das Thema für uns durch. Und wenn ich jetzt zum Bewerten von so einer Arbeit wie, was weiß ich, der Vergleich der Verfassungsgeschichte zwischen Europa und den USA, eben beim Lesen es mir hilft, dass unten die kompletten Quellen stehen, damit ich zum Beispiel eine Aussage besser einordnen kann, dann machen die es halt anders. Ne? Deshalb machen die es eben auch anders. Aber wie gesagt, unsere Gepflogenheiten im technischen Bereich sind eher die. Und da würde ich mich erstmal dran halten. Und wie gesagt, wenn Sie eine Abschlussarbeit schreiben, da fragen Sie einfach Ihren Betreuer, wie er es haben möchte. Und so wie er es haben möchte, bauen Sie es. So. Aber Sie bauen es natürlich mit den eingebauten Mechanismen. So, und ganz wichtig, ist jetzt vielleicht ein bisschen schräg, aber ich sehe es immer wieder. Also, was Sie selber machen, müssen Sie nicht zitieren. Ja? Also, so Abbildung, bra, 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 Klammer auf, Quelle, Doppelpunkt, eigene Abbildung, Klammer zu. Nein, brauche ich nicht. Ja? Also, alles, was nicht zitiert ist, ist originär von Ihnen. Und zwar immer. Ja? Also, da brauchen wir es auch nicht übertreiben. Ja? Also, wir haben ja auch den Vorteil, in der Regel haben wir eine Aufgabe und lösen die Aufgabe, und das ist erstmal auch ein guter Teil unserer Arbeit. Also was man jetzt viel liest mit den ganzen Plagiaten, ist ja meistens in den Gesellschaftswissenschaften so. Ich meine, da ist klar, da muss ich natürlich gucken, ich habe eine Idee von da und da übernommen, da muss man das natürlich irgendwie kennzeichnen. Ich meine, das ist ja bei uns gar nicht so schlimm, ne? Wenn Sie jetzt eine Aufhängung für irgendwas auslegen als Abschlussarbeit, dann ist ja diese originäre Leistung einmal gemacht. Denn dann gehen wir immer da erstmal davon aus, dass Sie ja da täglich hingegangen sind, dass Sie das erstmal selber gemacht haben. Deshalb ist Literatur bei uns natürlich eher sowas wie, ich benutze die Methode, die ich da und daher habe, oder ich stütze mich in meiner Berechnung auf das Lastkollektiv aus der und der Norm. Das heißt, der Zweck ist auch ein bisschen was der andere. Das heißt, dass wir da ins Plagiat kommen, also dass wir aus Versehen ins Plagiat kommen, ist relativ unwahrscheinlich. Ja, klar, mit Vorsatz kriegen Sie das immer hin, da schreiben Sie einfach die Abschlussarbeit Ihres Vorgängers ab, das geht immer, klar, aber dass Ihnen das so passiert, ist eher unwahrscheinlich. Deshalb seien Sie da auch nicht ängstlich. Ja, wenn Sie irgendwas benutzen, wo Sie sagen, das habe ich doch da und daher, schreiben Sie es rein, und solange Sie das einigermaßen, sagen wir mal, konsistent und einigermaßen zuverlässig so machen, werden Sie da auch nicht in die Verlegenheit kommen, dass man da irgendwie ein Plagiat vermutet. Ja, also da hört man zwar viel, aber da muss man auch keine Angst haben. Ja. Also das ist jetzt erstmal so der grundsätzliche Rahmen, warum sieht ein Dokument aus, wie es aussieht, mit, sagen wir mal, eingestreut so ein paar technischen Hinweisen, wie man das vielleicht auch ganz gut machen kann. Jetzt an den Screenshots am Beispiel von OpenOffice/LibreOffice. Aber ich habe es nachgeguckt, Sie können es alles auch im Microsoft Office machen und mit einigen Einschränkungen das meiste davon auch einfach in Google Docs. Das war jetzt also der letzte Abschnitt, der sich mit den Elementen in der Arbeit beschäftigt hat. Im nächsten Abschnitt wollen wir uns nochmal damit beschäftigen, wie gehe ich eigentlich vor, also wie organisiere ich das Vorgehen beim Erstellen der Arbeit.